Hey, hallo Leute, ich hab mal wieder Post bekommen, aber es ist keine Kaffeemaschine. Ja, wie gesagt, ist das nicht meine neue Kaffeemaschine, sondern tada, hui, Vintage Snake Mountain, das ich bei eBay ersteigert habe. Jo, hier ist die Anzeige vom eBay, der Gebotsendpreis 12,19 Euro und 4,99 Euro Versand. Mal einen schnellen Blick darauf oder da rein. Was fehlt? Hier schon mal die Ketten, dann hier die Aufkleber. Da sind nur noch Reste vorhanden. Jetzt klappen wir es mal auf. Die Scharniere sind auch ja, so gut wie völlig kaputt, so gut wie völlig unbrauchbar, aber ich nehme an oder ich habe bereits im Kopf, wie ich das machen werde. Ich werde hier ein Scharnier anbringen und ja, also ein paar Löchle reinbohren. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Dann natürlich die Brücke. Samt Gelände und hier oben die Platte und das Tor. Aber ich habe schon geplant, weil ich mich ja schon darauf freue. Und mein Plan ist, weil ich das auch früher immer sehr komisch fand. Ich hatte das Vintage Snake Mountain früher. Ich fand das immer komisch, so ein Tor wie im Nichts. Das Tor führt fast ins Nichts, außer hinten nachher in die Fallgrube in das Netz, und ich werde hier eine Art Plattform nur machen, vielleicht mit einem Treppenansatz nach unten. Ich weiß noch nicht so genau. Dann, das ist euch bestimmt auch gleich aufgefallen, fehlt natürlich hier der Wolfskopf mit dem Mikrofon. Die gesamte Anlage ist draußen. Gar kein Thema, für das Geld, sage ich mal, das trotzdem okay. Oh, da ist noch ein Styroporrest. Ja, das Ganze muss auch geputzt werden. Bestimmt hat das auf irgendeinem Dachboden oder im Keller sein Dasein gefristet. Hier schaut mal, die Aufkleber sind vorhanden, aber angefressen, und hier sind auch stark verdreckte Stellen. Das Ausputzen. Und ja, was ich eigentlich vorhabe, ist, es zweistöckig zu machen, wie das Castle Grayskull ist. Vielleicht nur an einem der Teile, aber ja, wie gesagt, muss man sehen, was ich da mache. Ich werde euch selbstverständlich total auf dem Laufenden halten. Worüber ich froh bin, ist diese Schlange, dass sie dabei ist. Sieht man es? Dass die dabei ist. Da könnte ich dann auch eine Vorrichtung machen, wie sie ja vom Original her gedacht war. Die Schlange dreht sich und stößt die Leute in das Netz. Aber dieses Tor ins Nichts, also, das fand ich schon früher ein bisschen seltsam. Ein kurzer, schneller Blick auf die Größenverhältnisse. Die Origins sind ja geringfügig größer als die Vintage-Figuren. Aber ja, also hier kann auch jemand stehen, ja, jemand von den Guten oder ein Schlangenmensch oder ein Horde-Typ, wie auch immer. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, alle Fraktionen, die Steine noch. Da fällt mir noch ein, nein, kann man nicht alle aufzählen. Okay, ich höre ja schon auf. Also, da kann man eine Konstruktion aus Kettchen selber machen und jemand da anketten. Das passt. Und so, das Video wird wieder viel länger als geplant, weil natürlich wieder Sachen stattfinden, die nicht sein sollen. Also, ihr seht, hier ist alles echt, keine Fake News und nichts. Es war ja schon früher für die Vintage-Figuren der Weg viel zu klein eigentlich.
Deswegen ist er natürlich auch jetzt für die Origin-Figuren zu klein. Aber ja, also ja, ich freue mich wie Bolle. Er geht dann da hoch und dann dahin. Also er nicht, ja, er ist ja sowieso der King von Snake Mountain. Obwohl das ja echt Cobra Khan sein sollte, aber nee, King Hiss. Aber naja, hier könnte man auch noch so wie in der Fright Zone einen Drachenkopf machen. Mal sehen, mal sehen. Also gewisse Sachen weiß ich schon sicher, wie ich sie mache. Andere, das lasse ich mal noch offen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Seid auch dabei bei der Restaurierung, bei der Renovierung von Snake Mountain Vintage. Ich sag ciao.